was kann eine menstruierende Frau machen, wenn sie Laylatul Qadr erreicht? Natürlich, manche Frauen denken, es gibt nur das Gebet. Okay, die Frau darf nicht beten und an dem Tag durfte sie nicht fasten. Wenn sie menstruierend ist, ist die Frau befreit von was? Vom Gebet und vom Fasten. Und Allah hat sie so natürlich erschaffen. Wenn Allah sie natürlich erschaffen hat, wird er sie dafür zur Rechenschaft ziehen, dass sie menstruiert ist? Allah hat sie so erschaffen. Das war das Schicksal von Allah Azza wa Jal. Aber was kann jetzt eine menstruierende Frau machen? Zum Beispiel. Sie kann Dua machen. Istighfar. Rabbi ghfirli. Astaghfirullah. Und die gesamte Zeit kann sie Allah Azza wa Jal bitten, dass er ihr vergibt. Ist das verboten für eine menstruierende Antwort? Nein. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Dhikr gemacht zu jeder Zeit. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Was kann sie machen? Spenden. Sehr gut. Auch. Na, und? Dhikr. Die ganze Zeit Allah Azza wa Jal erwähnen. Das ist ihr noch nicht verboten, nur weil sie menstruierend ist. Was kann sie noch machen? Darf sie ihr Handy benutzen und darf von Koran lesen? Ja, sie darf Koran lesen. Kein Problem. Es gibt hier einen Meinungsunterschied unter den Gelehrten bezüglich dem Koran anfassen oder nicht. Aber heutzutage haben wir das Problem nicht, weil der Koran ist digital überall vorhanden. Daher kann sie natürlich den Koran lesen. Eine menstruierende Frau. Was kann sie noch machen? Koran hören. Essen kochen. Ich würde dich gerne aufnehmen und dann sehen, was die Frauen dir so schreiben als Antwort auf deine... Nein. Genau, sie kann sich allgemein mit guten Dingen beschäftigen. Das ist möglich für die Frau. Das heißt ja jetzt nicht, weil sie menstruierend ist, dass wir sie in ein Grab reinlegen. Weil manche Frauen wirklich, die haben das... Manche kochen auch nicht, ja, wenn sie menstruiert ist. Allahu alam, ob das stimmt, weiß oder ob sie das nur so sagen, damit sie nicht kochen müssen. Eine menstruierende Frau ist nicht tot. Sie ist nur menstruierend. Mehr nicht. Wallahu ta'ala ala wa'ala.